es sind mittlerweile einige Monate seit dem letzten Film vergangen. Es hängt größtenteils damit zusammen, dass die letzten Semester in der derzeitigen Realität etwas zeitaufwendiger waren. Ich will auch gezielt nicht weiter auf die derzeitige Thematik, auf die Corona-Thematik eingehen, gerade weil ich finde, dass diese Thematik in verschiedenen Kreisen mittlerweile zu sehr zum Glaubensfrage geworden ist. Es gehört weder zu Glaubensfragen, ob uns die Mund-Nasen-Bedeckung retten wird oder ob die Träger von Mund-Nasen-Bedeckung in der Hölle landen. Also, wie gesagt, ich will mich von der ganzen Diskussion komplett distanzieren, denn ich will über Glauben reden, woran wir in der katholischen Kirche glauben und was heilsrelevant ist und nicht darüber, was man trägt. Also zum eigentlichen Thema, eigentlich nur eine ganz kurze Reflexion, die mir auf meiner letzten Fahrradtour in den Sinn gekommen ist, beziehungsweise konkrete Erfahrung von der Fahrradtour, und zwar der Gedanke, dass es sich sehr bequem, angenehm und leicht nach unten fährt. Ja, ich glaube, für jeden, der schon mal Fahrrad gefahren ist, ist das jetzt das Trivialste der Welt, dass es bergab einfacher geht, dass es angenehm ist, den Wind im Gesicht zu spüren. Nur es ist wesentlich anstrengender, den Berg wieder mit dem Fahrrad hochzukommen. Und das ist auf jeden Fall etwas, was sich genauso in unserem geistigen Leben widerspiegelt. Es ist sehr einfach, es ist sehr bequem, runterzukommen. Jesus spricht auch von dem bequemen, weitem Weg, breitem Tor, das in Verderbnis führt. Also man kommt sehr leicht, sehr bequem runter. Es ist aber sehr anstrengend, es braucht viel Gottes Gnade, es braucht auch viel eigene Anstrengung, wieder hochzukommen. Und es muss uns bewusst sein, dass unsere Heimat in der Höhe ist, dass unser Ziel in der Höhe ist. Also müssen wir manchmal so manche Talfahrt widerstehen, wie verlockend sie auch sein mag. Gut, auf dem Fahrrad ist es natürlich weniger kritisch. Notfalls, wenn ich nicht den Berg nicht mehr hochkomme, rufe ich den ADFC. War jetzt ein Scherz, aber es bringt mich auch noch auf einen weiteren Gedanken. Also manchmal brauchen wir auch im geistigen Leben so ein ADFC. Manchmal schaffen wir nicht mal aus eigener Kraft den Aufstieg wieder. Also im Allgemeinen sowieso nicht aus eigener Kraft. Dafür brauchen wir natürlich die Sakramente, das Sakrament der Buße und Gottes Hilfe. Aber manchmal brauchen wir auch die Hilfe von unseren Brüdern und Schwestern, die uns da sozusagen aus dem Tal rausschleppen. Und da ich in der letzten Zeit ziemlich nah an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze wohne, die jahrzehntelang auch Europa und ja, mehr oder weniger die Welt geteilt hat, kommen wir mir immer wieder in dem Zusammenhang auch in den Sinn die Worte vom heiligen Johannes Paul II., wo er nach der Wende seine Landsleute in Polen fragte, ja, was habt ihr mit dieser Freiheit gemacht, die ihr erkämpft habt? Freiheit ist nicht bloß eine Gabe, Freiheit ist eine Aufgabe. Wie nützen wir unsere Freiheit? Nützen wir sie, um runterzukommen oder nach oben zu kommen, wo unsere Heimat ist? Irgendwo hier unten findet ihr übrigens den Link, um meinen Kanal zu abonnieren, würde mich sehr freuen.